Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Space Invaders und es hat mich geschlagene 60 Minuten gebraucht, um das Spiel wieder zu starten, damit es jetzt auch halbwegs gut läuft. Warum? Wieso? Keine Ahnung. So, als erstes hier ist es bei mir beim letzten Mal abgestürzt, aber es läuft schon flüssiger. Ich habe es erstmal 20 Minuten gebraucht, um zu starten und dann Naniten. So, wir brauchen Upgrade. Deconstruction, Projektion, Clean-up, Mining, Medical Speed Upgrade, Body. Wir hauen jetzt hier alle mal ran. Und dann sollte das hier auch alles schneller gehen von der Hand. So, das ist alles dran. Und theoretisch müsste er jetzt. Das auch alles alleine bauen. Komm mal. Fehlt mir irgendwas mit Schwerkraftkomponenten, na super. So, haben wir schon mal alles rangelegt. So, hier unten unsere Raffinerie. Also, ich habe jetzt den folgenden Plan. Förder. So. So, brauchen wir den hier. Den haben wir schon. Ach, kann ich nicht bauen, weil mir interne Panzerung. Ah, super. Okay. So, interne Panzerung. Dann nehmen wir mal 100 Stück von mit. Und zwar, hier kommen die Dinger raus. Hier gehen sie rein. Und hier werden sie umverteilt. So, da drauf können wir jetzt Obsidian, was jetzt ist, Synthesizer oder Blast Furnace? Das war der Blast Furnace. So, okay. Da ist kein Anschluss. Also die können wir nur hinlegen. Gut, das sollte aber auch nicht weiter stören. Okay, ganz kurz gucken. Montageanlage. Alle. So, die hat. Ja, komm schon. So, die hat da einen Zugang, den lassen wir auch. Und dann brauchen wir noch das Upgrade. Brauchen wir übrigens auch hier die Upgrades. So, und dann können wir hier nochmal G, Raffinerie. Gedreht. So. Raffinerie hier hin. Dann kommt die nächste Raffinerie. Eins. Zwei. Und dann kommt die nächste Raffinerie hier hin. So, und dann kommen die hier wieder. Hier noch Zugriff auf der anderen Seite haben. Ich hoffe, das haben wir da auch so gebaut. So, rein, raus. 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 Rein, raus. Setzen wir hier nochmal zwei Blöcke hin.
ist vielleicht nicht die sparsamste Bauweise jetzt im Momentan, aber es wird sich nachher hoffentlich als sehr effektiv erweisen. Ja. Gut, dann können wir hier zwischen. Ah, jetzt muss ich, habe ich Förderbänder gemacht. Das nehmen wir mal wieder. Ist hier. Was brauchen wir nicht? Förderband und Förderband. Und dann kommt hier die 5. Nein. Die 6 war das. Das dahin. Das dahin. So. So sieht das doch schon mal schick aus. Wäre nur eine Frage, habe ich es wirklich so clever gebaut? Ja. Doppelte Raffinerien. Ganz kurz mal draufsetzen. Die 5. Und wir haben sogar noch oben einen Platz. Ja, dann können wir das ja so hier auch ganz die Foxy machen. So, wie sieht's denn hier jetzt aus? Wir brauchen hier ein. Erstmal kann das Ding hier weg. So, ein Raster brauchen wir hier. Und da würde ich gerne die Raster 4, die kleinen, nehmen. Dafür brauchen wir, ach scheiße, dafür brauchen wir die Advanced Raster Komponenten. Wie können wir die bauen? Jetzt mal hier zu unserem Assembler. Produktion. Kobalt, Silber. Was haben wir davon? Müssen wir noch alles da haben. So, damit können wir jetzt mal hier ran. Das ist natürlich am Fuß, das geht nicht. Da ein. Haben wir noch Platz? Ja, haben wir noch Platz. So, und dann kommt einer hier rein. Können wir die mal, können wir mal so anschweißen hier. Dann kommt der hier weg. Und dann kommt einer hier hin. Ja, das könnte was werden. So, und dann kommt einer hier hin. Okay, da haben wir jetzt nicht mehr genug Platz für. Dann schmeißen wir das hier mal ganz kurz rein. Können wir mal schon mal in den hier reinschmeißen. Übrigens steht der verkehrt rum. Large Hydrogen Injection, die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Können wir eigentlich gebrauchen. Die brauchen wir nicht. Die und die brauchen wir auch nicht. Kommunikationsdinger brauchen wir auch nicht. Wo ist denn das? Achso, nee, das hatte ich ausgestellt, ne? Ja, das ist auch richtig. Das ist okay so. Kann ausgestellt bleiben. So, jetzt du hier. Ab. Dann
Angel Truster. Daran. So, und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig machen. Wir müssen erst warten, bis die fertig sind. Und dann können wir theoretisch. Warum werden denn die Dinge hier nicht fertig? Haben wir etwa keine Stahlplatten mehr? Die Stahlplatten. Doch, haben wir doch noch alles. Ich frage mich, warum, was der hier so. Okay, ja, gut, der Fußboden ist schon mal fertig. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Komm, schmeißen wir dich hier mal fertig. So, und diese Montageanlage kann man denn auch noch erweitern. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, ich hoffe, das war gerade nicht zu laut. So, damit haben wir jetzt 9 Montageanlagen. Und 1, 2, 3, 4. 4 doppelte Raffinerien. So, der Vorteil ist, also wie gesagt, das wird unsere Mega-Raffinerieanlage. So, dann kommt hier ein. Habe ich mir den schon wieder rausgepackt? Förderband. Ich brauche hier eindeutig mehr Slots. Das ist mir egal. So, interne Panzerung. Interne Panzerung. So, jetzt kommt hier ein quasi Verbindungsgang ran. Ja, das ziehen wir mal durch hier. So, und dann mal gucken, die steht wieder auf dem Kopf. Steht die richtig? So, jetzt so, brauchen wir, damit wir da die. So, damit wir die Dinger da bauen können. Genau. So, die 8. Darüber, darüber. 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 Und darüber. Wer packt denn das Schiff hier so bescheuert? So, die 5. Kommt hier oben wieder die Raffinerie drauf. Die richtig rum. Sehe ich gerade nicht. Raffinerie. Raffinerie. Ja. Raffinerie. Und dann passt die hier natürlich nicht hin. So, dann kommt hier oben noch eine drauf und hier noch eine drauf. Mega Produktionsanlage. So, und damit wir auch schnell die Ressourcen bekommen, aber der muss erstmal hier mit seinem. Komm, dann kannst du hier eigentlich auch mitmachen. Ich weiß nicht, was hast du hier drin, großer Vater? Du hast 300, ist jetzt nicht so viel. Aber. Komm, dann kannst du jetzt ein bisschen rummeln hier. So, jetzt haben wir das. Bist du denn hier schon fertig? Nein, noch nicht.
Okay, die 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cool, die ersten Raffinerien sind fertig. Ja, da müssen wir uns dann ganz genau überlegen. Wir haben ja eine gewisse Anzahl an Rohstoffen. Ja, an Ohr, an heißt die Rohstoffe? Ja, doch heißt Rohstoffe. Die wir dann ganz entspannt hier alles nur einprogrammieren. Wir müssen eben hier noch sagen, wo er rein soll. So und so. Und dann kommt hier noch der Verbinderli. So, so. So, das ist verbunden alles. Sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt Rohstoffe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann 8. Das sind aber mehr. So, dann fangen wir mal an hier. Das wird auf mich erstmal transferiert. Das Ding heißt Fördermann Sortierer Eisen Ohr. So, Whitelist. Und dann kommt hier nur Eisenerz. Okay, dann können wir es auch Eisenerz nennen. Eisenerz. Okay, das Ding ist programmiert und fertig. So. Müsst du mir das mal irgendwo aufschreiben? Verdüdle. Mein kleines Büchlein, was ich immer für die Arbeit habe. So, Eisen. Eisen. Haben wir. Raffinerie 1, Raffinerie 2 und haben Eingang, Ausgang. Eingang ist erledigt. Super, die sind alle schon so fast so gut wie fertig. Dann könnten wir hier theoretisch das noch miteinander verbinden. Ja. Ja. Ja, und dann muss hier vorne noch hin. Jo. So sieht das gut aus. So, dann machen wir hier mal weiter. Das nennen wir mal ich Nickel, schreiben wir es groß, Nickel Erz Whitelist. Hallo? Nickelerz. Da haben wir es und hinzufügen. Das heißt, in die Produktionsanlage kommt jetzt nur Nickelerz. Und dann ist das hier meine Raffinerie 2 Nickel. Nickel. Okay. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt an diese ran?
gar nicht mehr. So, dann ist das Förderband Sortierer, Nickel, Whitelist, Nickelbarren, Nickelbarren. So, und das hier ist dann erstmal ich. Das ist Raffinerie 2. Eisen. Und dann müsste theoretisch Raffinerie. Ist das jetzt Raffinerie 2? Der ist ja noch nicht fertig, dann mal ganz kurz hier weg. Dann mal ganz kurz den hier weg. Dann mal ganz kurz den hier weg. Und dann mal ganz kurz den hier weg. Kommen wir auch an die ganzen Raffinerien nochmal ran. So, den nochmal weg. Den nochmal weg. Und den nochmal weg. Und dann müssen wir wahrscheinlich... Ja, den können wir noch zum Schluss umbenennen. So, wir haben jetzt Nickel. Haben wir die Raffinerie 2 umbenannt. Haben wir den Eingang und den Ausgang umbenannt. Oder programmiert. So, machen wir hier mal weiter mit. Erstmal ich. Kobalt Erz. Kobalt Erz. Whitelist. Kobalt. Ja. Man muss natürlich auch die deutschen Begriffe nehmen. So, und dann ist das hier unten. Raffinerie 1. Kobalt. Kobalt. Dann ist das hier. Ich. Raffinerie 2. Kobalt. So. Und dann können wir hier wieder den Dings hinsetzen. Theoretisch wäre es hier egal, dass er eh nur in eine Richtung geht. Aber dann haben wir es wenigstens fertig. Kobalt. So, das hier war Eisen. Ja. Das war Eisen, jetzt muss bloß noch das hier fertig werden. Den hier. Kontrollfeld. Hab ich ja fertig gemacht. Raffinerie 1. Eisen. 8. Warte mal zu Tieren. Fertig schweißen. Ich. Verstehe ich nicht. Ich hab's fertig geschweißt. Eisen. Barren. Whitelist und dann Eisenbarren raus. So, jetzt dürfte theoretisch da nur Eisenerz rein. Wird im Bein verarbeitet, hoffentlich. Hoffentlich geht das übereinander. Und dann ja, man hätte es glaube ich auch anders programmieren können. So. Nickel.
Stimmt, haben wir die unten noch nicht umbenannt. So, dann nochmal den weg. Entröffelt. Ich. Ja. Raffinerie. 1. Nickel. Nickel. So, dann kommst du hier wieder hin. Auf mich. Und Förderband sind hier Nickel, Barren, Whitelist, KLM, Nickelbarren hinzufügen. So, der ist wieder angebaut. Jetzt haben wir hier Kobalt, ne? Kobalt 2, gucken wir gleich nochmal nach. Kobalt. Kobalt Raffinerie 1, Kobalt Raffinerie 2. Kobalt Erz. Kobalt Erz. Und dann kommt hier hin. Wo. Kobalt Barren Whitelist und Kobalt Barren, okay. So, Kobalt haben wir, Nickel haben wir fertig, Kobalt haben wir fertig und Eisen haben wir auch fertig. Genau. So, dann könnten wir hier noch eine Tafel anbringen, oder? Ja, ist die Texttafel, LCD. Würde ich aber gerne ohne Beleuchtung haben. LCD. Clear LCD. Warum passt denn hier nicht dran? Mich verrollen oder was? Ja, passt da ran. Ist ja auch frustrierend. Das ist ja nicht so schön. Gut, wir sind bei 28 Minuten. Die Montagedinger sind auch schon fertig. So, wir könnten aber mal alle Raffinerien mal ausschalten. So, Raffinerien. Alle mal aus. Und alle mal auf mich. So. Okay, und der Band Sortierer. Alle mal auf mich. Okay. Halt und Montageanlagen. Alle mal auf mich. Kooperativ, Naniten und aus. So. Gut. Das haben wir geschafft. Ich bedanke mich für diese Runde beim Zuschauen. Wir müssen ja irgendwann hier haben wir die Effektivität, das heißt es gibt mehr Produkte, aber wir werden wahrscheinlich hier an allen die Produktivität ranbauen, dass es einfach mal schneller geht. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, gut, dann verpiesel ich mich aufs Schiff, weil meine Energie wird langsam rar. Gucken wir gleich, was wir hier noch an kurz mal auffüllen. Aber der füllt sich ja gleich auch am Stuhl auf. So. Da haben wir noch ein bisschen. Platino haben wir jetzt 115,7. Das passt. Die Truster sind alle noch nicht fertig. Nanniten Speed Upgrade ist auch alles noch nicht fertig.
Fast 6000 Tage Energie, das passt. Hydrotanks 18,34, das passt auch. Eis. Okay, gut. So, ganz kurz mal ein Stückchen weg hier. Den können wir dann nächstes Mal auch weiterbauen. Gut, da ist die Mega-Raffinerieanlage. Und ja, bitte schreibt nur in die Kommentare, muss ich für die Station noch Düsen anbauen? Ja oder nein? Bitte schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.